Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Freitag, der 13. Dezember 2019. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, Freitag, der 13. Ich hoffe, ihr seid nicht abergläubisch. Nicht? Früher hat man ja im Zwölfersystem gerechnet. Da war die 13 sozusagen die erste Zahl, die darüber hinausging. Deswegen die Unglückszahl. Für viele aber auch eine Glückszahl. Für mich eine uranische Zahl. Also Freitag der 13. ein Tag, wo alles Mögliche passieren kann, aber auch gute Dinge. Gut, zur Astrologie für heute und am Wochenende die Aussichten zum Wochenende. Ja, heute ganz klar die Venus nochmal im Fokus hier. Die Venus, die ganze Woche hier schon sich um die Saturn-Pluto-Konjunktion kümmert, die über Saturn gelaufen ist, die jetzt zwischen Saturn und Pluto steht und die heute Nachmittag um 16.15 Uhr genau auf Pluto steht und dann diese Konjunktion der beiden verlässt. Und man braucht ja nur ins Weltgeschehen gucken, beispielsweise Thema Brexit, um zu sehen, was hier Venus-Pluto oder was diese Konjunktion noch anzeigen kann. Das Beharren auf alten Grenzen, auf alten Machtgebieten, das gilt auch für Beziehungen oder auch für uns, ein Beharren auf dem Alten, eine Angst eben Venus-Pluto vom Untergang, davor dann etwas sterben könnte, vielleicht die eigene Identität nicht mehr funktionieren könnte und dafür ist man halt bereit, dann viel in Kauf zu nehmen. Dabei gilt es gerade mit Venus-Pluto, die Teile gehen zu lassen, sterben zu lassen, loszulassen, die nicht mehr dem aktuellen Zeitgeist entsprechen, die nicht mehr unserem Bewusstseinsniveau entsprechen, sei es in der Beziehung, sei es in inneren oder äußeren Werten. Nichtsdestotrotz ist Venus-Pluto natürlich heftig, weil die Venus-Pluto aktiviert und damit eben auch Schattenthemen, Ängste, Zwänge, alte Glaubensvorstellungen sich auch heute nochmal besonders deutlich bei uns zeigen können. Aber nur wenn wir diese Dinge sehen, haben wir eben auch die Chance, sie zu erkennen, sie einzuordnen, Kontakt mit ihnen aufzunehmen, sie zu integrieren, zu heilen, loszulassen oder eben zu transformieren. Was wir nicht sehen, können wir auch nicht bearbeiten. Deswegen ist es eben auch manchmal ganz gut, dass eben Lebensumstände, Beziehungen oder auch einfach so wir auf diese Dinge hingewiesen werden. Denn wir sind ja immer noch in der Schützezeit, wo es ja vor allem um Selbsterkenntnis geht. Die Sonne jetzt im dritten Drittel des Schützen, in der dritten Dekade, geht eben auf die Wintersonnenwende am 22. zu. Ja, der Mond, gestern war ja Vollmond, gestern Morgen um 6.13 Uhr war Vollmond, dieser ist längst Vergangenheit, der Mond hat sich aus der Vollmondstellung gelöst, ist abnehmend und ist heute Nacht ins Zeichen Krebs gelaufen, wo er bis zum frühen Sonntagmorgen bleiben wird. Wir haben also Freitag und Sonntag mit Mond im Krebs und dann Sonntag mit Mond im Löwen ein. Energetisch von der Mondstellung her gesehen sehr unterschiedliches Wochenende. Mond im Krebs eben sehr emotional, sehr auf die Familie, auf die vertrauten Menschen bezogen. Der Mond im Krebs symbolisiert dieses Gefühl, ich möchte Vertrautes und vertraute Menschen um mich haben, damit ich mich sicher fühle. Das Thema der emotionalen Sicherheit ist mit Mond im Krebs sehr, sehr wichtig. Und hier können wir eben auch sehen, ob wir diese emotionale Sicherheit in uns haben oder durch welche äußeren Dinge wir versuchen, diese zu bekommen. Mond im Krebs auch immer eine gute Stellung, sich um sein Heim zu kümmern, hier Verbesserungen zu machen oder überhaupt darüber nachzudenken, wo bin ich denn eigentlich wirklich zu Hause? Auch mit welchen Menschen fühle ich mich eigentlich wirklich zu Hause? Genau, am Sonntagmorgen dann um 4.57 Uhr wechselt der Mond in den Löwen, wo er dann bleibt, ich glaube, bis nächste Woche Dienstag. Genau, am Dienstagmorgen geht es dann in die Jungfrau weiter. Mond im Löwen, dann Sonne und Mond nochmal in einem Feuerzeichen am Sonntag und am Montag, was dann erst wieder vorkommen wird, wenn die Sonne in den Widder, im Widder ist, also im März nächsten Jahres.
Dann der Sonntag, viel mehr Energie. Mit Mut im Löwen trauen wir uns wieder heraus, möchten unsere Energien zeigen. Starke, schöpferische, kreative Energie, aber auch eben der Wunsch, sein Ego zu bestärken. Sicherlich ein Tag, wo wir was auf jeden Fall unternehmen sollten. Was haben wir noch? Chiron wird im zweiten Grad des Widders direktläufig. Seine Phase der Rückläufigkeit ist zu Ende. Er wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten die gerade wieder zurücklegen, die er in seiner Rückläufigkeit durchlaufen hat. Das bedeutet vielleicht eine Zeit der, dass eine Zeit der Verletzung nicht zu Ende geht, aber wir konkreter mit Verletzungen und Wunden umgehen können, weniger im Opfermodus sind, sondern mehr aktiv auch etwas für Heilung und Integration tun können. Heute Mittag exakt auch das Trigon von Mars zu Neptun. Vielleicht nicht unbedingt die Power-Energie, aber eine gute Energie für Kreativität, Meditation, innere Einkehr. Wer sich das leisten kann, heute Mittag mal innezuhalten oder heute Morgen, sollte das auf jeden Fall tun. Ja, was haben wir noch? Ich will nichts vergessen. Genau, morgen dann am Sonntag, der Mond aus dem Krebs, sozusagen macht nochmal die Aspekte, die Venus gemacht hat. Also er wird dann morgens um 10.33 Uhr Opposition zu Saturn stehen, um 14.48 Uhr in Opposition zu Pluto und um 17 Uhr in Opposition zu Venus, die dann ja schon rausgelaufen ist. Also wird morgen früh, morgen Mittag der Mond nochmal die Saturn-Pluto-Konjunktion aktivieren. Da können wir emotional nochmal hinschauen, wie es uns mit diesen Aspekten geht. Am Sonntag exakt dann auch das Trigon von Jupiter und Uranus, was grundsätzlich eben auch dafür steht, dass wir uns für neue, auch neue Technologien öffnen sollten, dass da sehr viel Wachstumspotenzial für uns drin ist. Und auch, dass der Sinn darin liegt, nicht am Alten festzuhalten, sondern nur das vom Alten zu bewahren, was wirklich wertvoll ist und sonst uns auch für Innovationen zu öffnen. Soweit zum Wochenende nach einer wirklich astrologisch intensiven Woche. Bin gespannt, wie sich heute nochmal Venus-Pluto zeigen wird. Ich wünsche uns allen heute einen schönen Freitag, ein tolles Wochenende. Ich melde mich dann am Montag wieder. Bis dahin, alles Liebe und tschüss.